Wenn es dabei bleibt, dass wir in Europa jeden aufnehmen, mit ungeklärter Identität, ungeklärter Nationalität, dass er zunächst einmal einreisen darf, wird der Migrationsdruck immer weiter anhalten. Mir antimuslimischen Rassismus das vorzuwerfen, ist sowas von niederträchtig. Schämen Sie sich dafür? Ich denke, das wäre für mich Aufarbeitung, wenn endlich mal jemand aufstehen würde und sagen würde, hört endlich auf mit diesen verdammten Luftfiltern und kümmert euch endlich um die Kinder. Ich habe bis jetzt eigentlich eine Maske getragen, weil für mich die Solidarität oder die Rücksicht auf die vulnerablen Gruppen im Vordergrund stand. Heuer wurde das erste Mal publiziert, dass der Impfstoff verunreinigt ist. Es wurden ja Personen, die Alternativen zu den bestehenden Maßnahmen erwähnt haben, diffamiert, rechte Ecke, Schwurbler und so weiter, dann braucht man sich ja nicht wundern, dass man bestimmte selektive Experten, sogenannte Experten hat, die dann einen beraten und unter Umständen auch in die Irre führen. Die haben reihenweise täglich kompletten Schrott, nachweisbar falsch geliefert. Also, die haben Modelle gemacht, die komplett falsch waren. Das war in den Wissenschaftskreisen bekannt. Tut mir leid. Und wie ich den ORF-Journalisten kontaktiert habe, der hat einen Artikel dann gemacht im April, hat er mir gesagt, du schau, der Niki Popper war 4 Jahre Journalist beim ORF, dem werden wir jetzt nicht beim ORF abtreten. In den letzten 1,5 Jahren hätten wir längst die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmitteln streichen können. Das hätte uns weniger gekostet als die Tests der letzten 3 Jahre für Covid. Ich hätte mir es niemals so vorgestellt, wie das gerade ist. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich in einer Zelle für 6 Tage sitze. Das ist für mich pure Gewalt, purer Terrorismus. Wir müssen zeigen, dass wenn wir die Probleme angehen, dass wir zu einer besseren Welt kommen, dass wir zu einer gerechteren Welt kommen. Ich denke, dass man sich im deutschsprachigen Raum sehr reingesteigert hat in so eine Vorstellung, dass wirklich der Untergang der Menschheit droht, also letzte Generation. Glauben Sie wirklich, Sie sind die letzte Generation? Wenn wir so weitermachen, wächst diese Todeszone auf 20% des bewohnbaren Planeten aus. Und woher nehmen Sie die Berechtigung, das Volk erziehen zu wollen? Wenn jemand anders gerne vegan oder vegetarisch ist oder auch natürlich gerne so Würmer lutscht, gerne, viel Vergnügen. Aber das muss die Entscheidung eines jeden Menschen sein. Bevor ich zum Löwen gehe und mit ihm darüber diskutiere, dass er jetzt bitte die Gazelle in Ruhe lässt, kann ich doch mit Menschen, die einen moralischen Kompass haben, die sich als angeblich zivilisiert hier vermarkten wollen, sprechen und sagen, bitte hör auf dem Kalb, weil ein Messer die Kehle zerstört. Meiner Meinung nach haben diejenigen, die immer hart argumentiert haben, wir müssen vor allen Dingen das CO2 aus der Atmosphäre ziehen, in dem Moment versagt, wo sie nicht mehr in der Lage waren, die Atomkraftwerke zu verlängern, die diesem Anspruch erfüllt hätten. Ich habe extra eine Liste dabei für Sie, wo Sie sehen, wo Sozialismus und Eingriffe des Staates schon zu Wohlstand geführt haben. Die habe ich hier dabei. Sehen Sie die? Mhm. Sehen Sie eben nicht, weil es keine gibt. Kommunismus heißt vor allem Gemeinnützigkeit, da wo die Grundbedürfnisse betroffen sind, beim Wohnen, in der Gesundheit, ein gutes Bildungssystem, dass nicht Kinder in einer kleinen, schimmeligen Wohnung in Salzburg in Deutschland leben müssen. Ja. Machen Sie doch nicht immer den Planeten so schlecht. Sie sind doch genau der Gleiche, der den Leuten versucht, Angst einzutreiben, damit sie ihr sozialistisches... Wir haben alle weniger zur Verfügung. Das Problem ist, dass die SPÖ keinen Menschen da vorne sitzen hatte, wo man das Gefühl hat, der brennt. Wenn man amtierender Vizekanzler solche Dinge sagt zu jemandem, der sich als russische Oligarchin, als solche Oligarchennichte ausgibt, dann ist klar, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Es läuft darauf hinaus, der Zentralbank eine Kontrolle über unser Leben zu geben, die ich der Zentralbank nicht zubilligen möchte. Und zwar aus unterschiedlichsten Gründen. Beispielsweise zu sagen, wir führen ein Limit ein. Es wird nicht mehr als X pro Monat oder pro Tag ausgegeben von dem digitalen Geld. Wenn ich dann kein Bargeld mehr habe, um darauf auszuweichen, bedeutet das, dass die Zentralbank mir vorschreiben kann, wie viel Geld ich ausgebe. Auch diesen Winter werden laut offizieller Armutsstatistik, EU-SILG-Statistik der Statistik Austria, 239.000 Menschen in Österreich ihren Wohnraum nicht angemessen warm halten können, sprich nicht ausreichend heizen. Jetzt werden wir darüber reden und ich hoffe, dass wir der Politik Dampf machen, damit mehr Geld für die Behörden da ist, damit mehr Prävention gemacht ist, mehr Opferschutz, aber auch noch, dass den Täter wirklich eine Therapie machen. Das, was da passiert, das ist massives Unrecht auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir da als Gesellschaft nicht klar signalisieren, dass es dafür auch ordentliche Sanktionen geben muss, dann fragt man sich zu Recht, wo bitte leben wir? 80 Jahre nach dem Holocaust unerträglich mit ansehen zu müssen, dass sich Juden und Jüdinnen ihres Lebens in Deutschland und vor allem in Berlin nicht mehr sicher sind. Ich habe das Gefühl, die Fronten haben sich verhärtet, auch in Deutschland. Beide Seiten wollen in erster Linie
Recht haben. Auf der richtigen Seite sein. Auf der richtigen Seite sein. Und das Problem ist, es gibt auch in Israel keinen Konsens darüber, was jetzt passieren soll.